Willkommen zum Kapitel 6.2 SGA-Ziele und Planung zu deren Erreichung bzw. dem Unterkapitel 6.2.1 SGA-Ziele. Hier geht es im Prinzip darum, dass dein Unternehmen SGA-Ziele setzen muss. Ja, Punkt. Und es ist letztendlich als dokumentierte Information auch mit nachzuführen. Die Frage, die stellt sich letztendlich nicht unbedingt, weil im Bereich OSAS natürlich auch eine gewisse Zielsetzung im Spiel ist, aber hier hat es dann doch so ein paar Besonderheiten, auf die ich jetzt eingehen möchte. Genau, SGA-Ziele sollen nämlich nicht nur unternehmensweit gesetzt sein, sondern auch für relevante Funktionsebenen. Ja, das heißt nichts anderes, als wenn du jetzt beispielsweise einen Einkauf hast, ja, einen Vertrieb hast, eine Produktion hast, dass SGA-Ziele auch entsprechend in diese Funktionsbereiche dann mit reingestreut werden. Ja, also runtergebrochen werden zum Beispiel, ist eine Möglichkeit, wie man sowas ausführt. Und das Managementsystem ISO 45001 fordert letztendlich, diese relevanten Ebenen mit einzubeziehen. Also ganz viel Teilaspekt, dass letztendlich das Managementsystem nicht zentral einzeln gelebt wird, sondern ein Gesamtpaket an allen beteiligten Personen ist. Ne? Auch hier geht es dann weiter. Des Weiteren sind natürlich unterschiedliche bekannte Dinge auch mit im Spiel. Das heißt, es sollte messbar sein, sollten messbare Ergebnisse im Spiel sein. Ne? Und aber auch, und da kommt jetzt noch eine Besonderheit, dass unterm Strich dann unterschiedliche Teilaspekte auch mit berücksichtigt werden. Zum Beispiel, dass die Risikobewertung auch eine Rolle spielt. Ja, dass ermittelte Risiken im Rahmen der Zielsetzung auch mit berücksichtigt werden. Ja, also da, sprich auf gut Deutsch gesagt, dass die Zielsetzung nicht total abgekapselt von anderen Teilbereichen der Norm ist, sondern dass da auch ein gewisses Zusammenspiel stattfinden soll. Ja. Und des Weiteren natürlich auch, die Konsultation zum Beispiel auch mit berücksichtigt wird, ja, dass gewisse Konsultationen entsprechend auch mit zurückgeführt werden und dass diese auch mit beteiligt sind, ja, an der ganzen Geschichte. Diese ganzen unterschiedlichen Aspekte kann man eigentlich mit rein packen, beziehungsweise ist eigentlich gut aufgestellt, wenn man das Thema Arbeitsschutzmanagement mit dem Gedanken der Beteiligung der unterschiedlichen Parteien, relevanten Parteien dann auch mit formuliert. Also das heißt, SGA-Zielsetzung heißt nicht nur, dass die oberste Leitung im Spiel ist, sondern es sollen alle mitmachen, die davon betroffen sind. Punkt. Lass uns weitermachen mit dem nächsten Kapitel.